Willkommen zurück zu Prey, wo wir endlich einen Fabrikator gefunden haben, wo wir Sachen herstellen können. Oh, yes! Erstmal ein bisschen 9mm Munition. Die Musik ist cool gerade. So, dann Waffen-Upgrade. Was brauchen wir dafür? 3-3. Da können wir auf jeden Fall mal zwei herstellen. Um die goldene Waffe noch weiter aufzupimpen. Bräuchten wir jetzt noch drei, dann wäre die komplett. Könnten wir sogar machen. Ich möchte aber erstmal stelle den Düngermix her. Platziere den Düngermix im Sprinkler Steuerungssystem. Okay, also den müssen wir auf jeden Fall behalten. Das ist der hier. Den packe ich mal da unten hin. Dann Schrotpatronen. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein paar von. Und Glue. Können wir hier Glue herstellen? Wir brauchen Glue. Zettler, Glukanister. Okay. Speichern. So. Haben wir hier für den Code? Lagerschrank? Nee. Können wir das hacken? Nee, ne? HK3 erforderlich. Eklig. So wie aus den zwei davon geschmissen. Oh, Baby. Vitalwerte kritisch. Oh, Baby. Ich konnte nicht mehr nach hinten. Lass mal hier ein bisschen das essen. So. Oh geil, ein Waffen-Upgrade. Her damit. Rein damit. Ich müsste eigentlich die anderen Waffen auch upgraden, aber ich will erstmal die komplett haben. Erstmal die komplett. Danach sehen wir weiter. Das Geschütz hier wieder deaktiviert. Zielzeitenmaterial nicht eindeutig identifiziert. Kalibrierung angefordert. Oh, hier sind wieder diese Fluchtkapseln. Aber das sind nochmal andere, ne? Wir waren hier schon mal bei sowas. Das hier sind andere. Hier ist noch nicht gelootet. Oh,
starten? Aber warum sollten wir das starten? Ist das noch Spiel vorbei, weil wir geflüchtet sind? Haben Sie Price gesehen? Was? Ist er mal wieder nicht zu seiner Schicht aufgetaucht? Er antwortet nicht über Transcribe. Ich habe Abigail gebeten, in seiner Kabine nachzusehen, bevor sie herkam. Diesmal wird ihn die Personalabteilung nach Hause schicken. Er hat sich schon auf dünnem Eis bewegt. Ich dachte, ihm ging es besser. Mit Nitrexon und den Besuchen bei Dr. Cole. Ich rufe die Sicherheit und lasse ihn suchen. Hoffentlich geht es ihm gut. Neue Nebenquest. Ach, das ist nur... Ich dachte, das ist irgendwie ein Item, was ich mitnehmen kann. Das kann ich nur tragen. Reparatur 3, willst du mich verarschen? Acht! Ich müsste jetzt 7 Neuromods herstellen. Shit. Aber das ist viel zu viel. Eins. 7, 21, 14 davon, 14 davon. Es würde an sich, würde es gehen. Dann hätte ich nur beim zweiten, nur mein rechter Bildschirm geht die ganze Zeit wieder an und aus. Nicht da, wo ich drauf zocke, trotzdem ein bisschen nervig im Augenwinkel das mal zu sehen. Ich mach das, weil wir, wenn wir so eine Station finden, hier sehr viel auch wieder kaputt machen können und das dann auch wieder bekommen. Aber wer weiß, ob ich jemals hier wieder komme, den Knopf repariere und dann sehe, was da drin ist, you know? Und 2, 3. Ingenieur Holden Graves hat eine Abschaltroutine in die Lizenz der Neuromod-Pläne eingebaut. Schade. Er war ein guter Ingenieur. Er schien wegen der exotischen Komponenten Bedenken zu haben. Du musst an sein Arbeitsterminal, um die Lizenz zurückzusetzen. Sein Büro ist in der Neuromod-Abteilung. Kopierschutz. Bro. Ich wollte einfach nur 8 Neuromods haben. Wie viel habe ich jetzt? 6. Ja. Mal gucken, ob ich jemals dann zurückkommen werde. Um den Knopf zu reparieren. Finden wir hier noch zufällig 2 Neuromods. Was? Geschützt defekt? Achso, gedrückt halten. Ich dachte, immer drücken. Da ist wieder so ein Galvani-Scheiß-Ding, ne? Water Treatment Factory. Hier ist das doch mit dem Wasser, oder nicht? Ich habe nicht mehr so viel Kuhstrahl, ne? 64. Habe ich noch was? Thank you.
Oh, ist er tot? Bruder, ich dachte, er wäre viel weiter weg. Und auf einmal war er da. Ja, der ist tot, geil. Speichern. Chipsets. Oh, ein Chipsatz. Was war das für einer? Mist. Hier, Gouverneur. Erhöht die Dauer der Fähigkeit Maschinenkontrolle und Gedankenkontrolle. Boah. Zu schnell, zu weit, Teil 3. Weiß ich nicht, ob ich das kenne. Ich lese es einfach mal. Dritter Auszug aus die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms von Dr. J.V. Edwards. Die Ära Reagan bedeutet das Ende für die umfangreiche Regierungsunterstützung des Wettlaufs ins All. Der Weltraum gehörte nun nur noch einer kleinen Gruppe interessierter Personen, denjenigen, die es sich leisten konnten. Manche Historiker nehmen an, dass das Raumfahrtprogramm bei einer entsprechenden militärischen Rechtfertigung und dem richtigen Marketing hätte überleben können. Doch ohne ernste Bedrohung der USA schien es dafür kaum Anreize zu geben. Außerdem hatte man mit der Sowjetunion als einzigem Gegner schon erlebt, welche Gefahren es mit sich bringt, zu schnell zu viel zu wollen. Kenne ich da, glaube ich, doch schon. Was ist das denn hier? Trennschalter, Wasseraufbereitung. Notiz. Zulassung für experimentelle Arbeit. Der für die Genehmigung dieses Antrags zuständige Vorgesetzte wahrscheinlich, dass alle Sicherheitsfaktoren vorschriftsgemäß beachtet wurden. Beantragen Abteilung Psychotronik. Antrag ausgestellt von Dr. Tobias Frost. Arbeitsbereich Wasseraufbereitungsanlage Lebenshaltung. Durchzuführende Tätigkeit. Installation von psychoaktiven Partikelinjektor, nachfolgend PPI. Ich beantrage die Implementierung des PPI in der Wasserversorgung der Station. Im Wesentlichen wird der PPI die Zusammensetzung des Trinkwassers in regelmäßigen Intervallen um 1 zu 1 Million mit exotischen Partikeln anreichern. Die Aufnahme dieses Wassers sollte positive Auswirkungen auf das psychoaktive Potenzial nach sich ziehen. Genehmigt von Dr. Hans Kelsrup. Unterschrift eines Direktors erforderlich? Nein, Unterschrift eines Direktors. Aha. Mach ich noch nicht an. Ich schaue mich hier erstmal um, weil ich weiß nicht, wenn ich das anmache, ob ich hier mich noch umschauen kann. Oh, das ist ja groß. Schauen wir uns erstmal unten um, bevor wir nach oben gehen, würde ich sagen. Ist noch so ein Phantom irgendwo, ich höre es doch. Ist das oben? Ist das unten? Da. Okay. Das war sehr laut. Möchte ich sagen. Den können wir auch reparieren. Dann liegen da so viele Ersatzteile. Teilmaterial unzureichend. Keine Aktion. Ach, Aalbecken. Ich habe Abdecken gelesen. Ziehen gut was ab. Müsste mehr mit den Dingern hier wahrscheinlich spielen. Bin ich aber nicht so ein Fan von, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Munition, alle. Schatzsuche!
Untersuche Ordin Bethels Karte. Was? Ein Zielhinweis. Drücke O. Was? Mist. Alter, sind das viele. Hier, ne? Kein Strom. Zu schnell, zu weit. Nummer 2. Nummer 3, ich bin dumm. Hebelkraftassistent CRU, was? Ach, ein Chipsatz. Verringert die benötigte Zeit, um schwere Objekte aufzunehmen. Ja, pff, nö. Ach. Also das ist ja nun wirklich das geringste Problem, was ich habe. So selten auch, wie ich die Dinger aufnehme. Ich glaube, ich hätte sogar noch einen Platz frei gehabt. Aber es war auch ausgegraut. Ich weiß gar nicht, ob ich es hätte einsetzen können. Eieiei. Stark. Aber da komme ich auch, glaube ich, nicht rein. Kann ich das kaputt schießen? Kann ich. Oh, Pablo Meyers. Guten Tag. Selbstgebrannter Granatapfelschnaps. Goll. Ist auch noch eine Luftschleuse. Aber erstmal würde ich gerne hier lang. Neuromods. Jetzt haben wir 8 Stück. Jetzt könnten wir das lernen und den Knopf dann reparieren. Ach, Junge, dieser. Es ist ja nur auf dem rechten Bildschirm, damit ich sehe, wie lange ich schon aufgenommen habe im OBS. Aber wenn das die ganze Zeit. Ich habe nämlich. Es liegt am Kabel. Ich brauche ein neues Kabel. Wackelkontakt. Habe die Kabel umgesteckt. Beim letzten Mal war es ja so, dass auf dem, wo mein Spiel immer läuft, auf dem linken Bildschirm, es rumgeeiert hat. Jetzt ist es auf dem rechten Bildschirm. Lange nicht so schlimm. Aber anscheinend, wenn ich aufnehme. Ein bisschen. Reparatur 3. Let's go. Jetzt haben wir wieder keine Neuromods. Aber das wollte ich ja dafür lernen. Und der Bildschirm ist wieder schwarz geworden. Ich brauche unbedingt dann neues Kabel. Das ist schon sehr nervig. Ich meine, jetzt gerade nicht so krass, weil ich kann halt... Boah, knapp. Zocken auf dem linken, aber wie gesagt, auf dem rechten sehe ich halt die Zeit vom OBS für die Folge. Und das wäre dann schon ganz nice, wenn ich das sehen würde. Ich will da aber auch nicht während der Folge die ganze Zeit hier immer, ne, draufhauen, weil man das wahrscheinlich hört. Und doof, aber er kriegt sich gerade gar nicht mehr ein. Wenn ich drauf haue, dann kommt wieder Bild. Also, ne, so ein bisschen drauf, bevor ich hau da jetzt komplett alles weg. Oh. Sind wir 20 Minuten. Muss ich so ein bisschen das aus dem Kopf heraus machen. Da haben wir auch noch was, da waren wir auch noch nicht.
Und was ist hier? Aha. Oha, nicht runterfallen. Ich will nicht nochmal alles hier gehen. Ja. Gut, dass ich gespeichert habe, vorsichtshalber. Der war gut. Stark. Ach, warte mal. Wenn wir gerade hier sind, Knopf drücken. Die Folge ist nämlich gleich vorbei und dann vergesse ich es beim nächsten Mal. Und das wäre doof. Ja, erstmal gucken. Stimmt, die gab's ja auch noch. So. Schade, ich habe mich übers Medkit gefreut. Angelia Diaz. Aggressorverstärker ist ein Chipsatz. Erhöht den Schaden aller Psy-Angriffe um eine geringe Menge. Ja, die Psy-Angriffe, die benutze ich halt so gar nicht. Sind vielleicht super, super strong und super, super gut. Aber irgendwie fühle ich diese Psy-Sache nicht, muss ich tatsächlich zugeben. So, hier wieder die geile Musik, die gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Die ist schon nice, nice, nice. So, und was haben wir auf der Seite hier eigentlich noch? Glowkanister. Aha, und hier geht's wohin? Ins Kraftwerk. Okay. Muss ich nochmal eben hier gucken. Hallo, Bildschirm. Bildschirm. Ich brauche eine Zeit vom OBS. Du Drecksau. Warum muss ich diese nochmal aufbrechen? Jetzt bleibt er komplett aus. Jetzt geht gar nichts mehr. Die Frage ist, gehe ich jetzt erst noch runter oder mache ich das an? Ich mache das mal einmal an und gucke, was passiert. Würde ich sagen. Ich speichere dafür ab. Ach so, das ist einfach nur für Energie. Ach, und jetzt sind die Fahrstühle da hinten mit Energie versorgt. Und auch das Ding hier ist mit Energie versorgt, wo ich die ganzen Sachen jetzt mal abladen kann endlich. Schrott übertragen, dann dazu natürlich noch hier die Waffen, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel diese hier. Das sind alles überschüssige Waffen, die wir halt zerlegen. Auch. Was ist das hier? Achso, das ist Quest-Item. Deswegen gut, dass man das nicht wegpacken kann aus Versehen. Stell dir mal vor, das würde aus Versehen dir passieren. Scheinbar Gesundheit wie halt feucht. Das kann auch rüber. Brauche ich nicht. Die ganze Saufkacke hier. Bisschen leeres Inventar mal wieder haben, ist ganz nice. So, recyceln. Da kriegen wir einiges. Geil. Okay, wir sind bei 25 Minuten knapp. Schön, dass jetzt zum Ende das Bild angeht. Ich würde sagen, wir speichern genau hier vor. Dann höre ich beim nächsten Mal auch unten das Phantom. Denkt daran, okay, Fahrstuhl runter. Ich hoffe, ich denke daran. Wir werden es sehen in der nächsten Folge von Prey.